Alla Morghulis, verehrte Zuschauer, liebe Sirs, my Lords, my Ladies, willkommen zur 8. Episode von An Ox and an Egg, der Rollenspielreihe in Crusader Kings 3 über Duncan the Tall. So, in der letzten Episode, da haben wir uns ja mal dafür gesorgt, dass wir hier ein paar mehr kämpferische Aufträge bekommen. Haben wir einen gemacht und dann werden wir jetzt auch den nächsten machen, wieder für Lord Bulwer, für den wir auch schon diesen Auftrag angenommen hatten beim letzten Mal, wo es ja, der ist ein bisschen ins Leere gelaufen ist, weil die Person, zu der wir das Artefakt bringen sollten, was wir dann komischerweise einfach behalten haben, weil diese Person ist dann einfach gestorben. Gut, machen wir das. Es geht wieder darum, eine Brücke von Gesindel zu befreien. Da haben wir jetzt sogar schon Erfahrung gesammelt und das machen wir jetzt einfach mal, ne? So, da ist es. So, und jetzt gucke ich hier mal. Your passage of... Ah, okay. Moment. This option adds agent slots that focus on higher success chance. Okay, ja. This option adds agent slots that focus on higher scheme phase. Und das kriegen wir, hier kriegen wir eine balancierte Methode. Also, wenn wir das hier machen, kann man irgendwo gucken? Moment, ich gehe mal zu meinen Camp-Followern. Moment, geh mal weg. Meine Camp-Follower, hier. Duncan spielt uns, Aegon spielt uns ein Ständchen, sehr schön. Hier. Kann ich hier irgendwo nachsehen, in was die am besten sind, damit ich mir das mal merken kann? Also jetzt hier von diesen Slots. Kann man das irgendwo sehen? Bei Intrige vielleicht? Agents? Nee. Wenn man sich das irgendwo angucken kann, dann... Moment. Ah, nee, das sind Hooks. Wenn man sich das irgendwo angucken kann, dann dürft ihr es mir bitte gerne sagen, also in die Kommentare schreiben oder auf meinen Discord kommen, da seid ihr sowieso immer gern gesehen. Der Link ist jetzt tatsächlich auch wirklich in der Videobeschreibung. Ich glaube, als ich das letzte Mal einen Shoutout dazu gemacht habe, da hatte ich den überhaupt nicht in der Beschreibung. Das war ein kleiner Fail von mir, aber der müsste da jetzt sein. Und einfach auf dem Discord joinen und dann schreiben, das ist so und so. Oder halt in die Kommentare vom Video. Kann ich gucken? Moment, also ich mache jetzt mal was Ausgewogenes. So. Kann ich irgendwo jetzt auch außerhalb hier, wenn ich ein Dings gestartet habe, ein Scheme, kann ich irgendwo gucken, in was meine Camp-Follower am besten sind, was diese Sachen hier angeht? Das würde mich wirklich interessieren. Ich brauche sowieso ein paar mehr Leute. So, aha. Lucas und Bradwell sind ziemlich gut in Muscle-Sachen. Oh, und Bradwell ist sogar noch besser in Thug, also in Schläger, könnte man das vielleicht übersetzen. Und da ist auch Torren ziemlich gut. Lookout, also wenn man das nirgendwo nachsehen kann, dann muss ich mir dann mal so eine Liste machen. Lucas ist auch recht gut in Lookout und Footpad. Ja, das ist halt das Ding, dass wir halt nicht genug Leute haben. Hier, Aegon können wir jetzt auch machen. Ach stimmt, er ist ja jetzt volljährig, stimmt. In was ist er denn recht gut? Lookout ist er ganz passabel. Na, hier überhaupt nicht. Okay, Moment. Wo kriegen wir das Höchste? Bei Thug... Ich würde gern... Die reduzieren halt die Länge dieser Phasen. Da würde ich gerne jedem einen sehr guten reinballern. Dann nehmen wir Bradwell hier.
Das ist doch für Scheme Length, ja. Nur noch 31 Tage. Mhm. Dann hier Thug machen wir Torn. Lookout würde nochmal Zeit machen. Dann nehmen wir Aegon. Auch nochmal. Nur noch 19 Tage pro Phase. Muscle, ja gut. Na gut, ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Lucas ist ziemlich gut da drin. Ja, und als letzten, ja gut, Wyman hat eine 1. Wird nicht mehr sehr viel bringen. 87%. Alles klar, okay. Wir können bis auf 87% gehen und die Phasen dauern nur 19 Tage. Das ist doch eigentlich ganz angemessen. Ich glaube... Oh, guck mal. Da sind wir auch gleich direkt bei 87%. Wir müssen halt noch warten, bis wir hier die nötigen Vorteile, heißt es, glaube ich. Ja, Advantages müsste man mit Vorteilen eigentlich ganz gut übersetzen können. Moment, ich nehme mal gerade noch einen Schluck Kaffee. Okay, was hat Aedan? Oh, ich glaube, ich sollte mal... Ich werde, glaube ich, mal hier die Rüstungen und so ein bisschen anpassen. Hier sehen wir halt, sie tragen halt so Wappenröcke, wo das Emblem, also wo das Wappen von Duncan drauf ist. Dieser Baum mit der Sternschnuppe drüber. Das war halt sein Wappen. Ist jetzt natürlich vom Spiel her auch das Wappen des Hauses Thal. Aber die Frage ist halt, wo würden die das herhaben? Jeder hat jetzt so einen Wappenrock extra, ich weiß nicht. Ich glaube, das mache ich mal auf irgendeine neutrale Rüstung. So. And it won't just toss me, calls my son. Dass der jetzt wirklich so als mein Sohn gilt. Er ist halt unser Adoptivsohn. Ja, okay. Naja. Ah, er bekommt sein erstes Pferd quasi. Auf einem Pony sitzt er jetzt. Okay. Be firm and respectful. Ja, genau. Oh, das... Ja, das, So würde Duncan da aber rangehen. Allerdings ist die Chance höher bei 57%, dass er vom Pony geworfen wird, also Aedan, und dann verwundet wird. Der Lauf der Dinge, aber mal gucken. Vielleicht haben wir auch Glück. Naja, wir haben Glück. Er ist jetzt ein Confidence, also hier selbstbewusst. Sehr schön. Super, drei Vorteilen sind wir schon. Nur noch diese zwei, ein paar Tage abwarten, dann können wir das Ganze abfeuern. So. 87%, Leute. Wenn das jetzt nicht hinhaut, ey, dann schmeiße ich aber hin. Jawohl. Da kriegen wir 57. Golddrachen. 250 Proviant. Nochmal Prestige. Sehr gut. Moment mal. Knight of the Fox. Ist das wirklich so? Da hatte ich mal überlegt. Moment mal. Knight of the Fox. Ah, das... Je nachdem, in welcher Region von Westeros man ist, heißt dieser Titel, dieser Titel, auf den wir hier hinarbeiten, heißt dann anders. Knight of the Viper heißt er in Dorne. Knight of the Fox heißt er in der Reach. Ah, okay. Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool. Wie würde er... Okay, wir können ja mal kurz spekulieren. Wie heißt er in den anderen Gebieten? Ja gut. Westerlands würde sich jetzt anbieten, Knight of the Lion, klar. Und in den Stormlands Knight of the Stag.
Aber in Dorne hieß er ja auch Night of the Viper und nicht Night of the Sun. Weil die Martells haben ja eine Sonne als Symbol. Und in der Reach heißt er nicht Night of the Roses, sondern Night of the Fox. Und Night of the Trout, also Ritter der Forelle, klingt auch ein bisschen doof. Wobei aber Falcon Knight im Vale, das hört sich fucking geil an. Norden- und Eiseninseln, weiß ich nicht, ob die... Rittertum ist ja da nicht so wirklich verbreitet. Klar, es gibt die Ritter in White Harbor, weil White Harbor und die Manderlys glauben an die Sieben. Tut der Rest des Nordens ja jetzt prinzipiell nicht. Und die Eiseninseln sowieso nicht. Die haben ja sowieso ihren ertrunkenen Gott. Fucking Ironborns, ey. Okay, das ist wirklich eine coole Mechanik. Da müssen wir am Ende mal gucken, wie wir heißen wollen. Wenn wir das dann wirklich als Titel bekommen. Wer weiß. Ich weiß ja nicht genau, wie das funktioniert. Aber okay. So, wir haben jetzt hier die Aufträge erledigt. Und ich würde mal sagen, wir halten uns jetzt auch nicht so lange auf in den jeweiligen Gebieten. Wir ziehen jetzt weiter. Und wir müssen erstmal wieder nach Hause. So. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier in Old Town. Und dann, wir gucken mal, was auf dem Arbor so abgeht. Ja, wir schippern mal gerade rüber zum Arbor und dann schiffen wir uns woanders hin ein. So. Zu den Red Wines, bitte. Da holen wir uns doch mal einen Kapitän. Captain, my Captain. Genau, kostet uns auch nur 300 Proviant. Also. Da sind wir. Gibt es hier irgendwas? Ach, guck mal an. Jetzt gibt es hier noch mehr Prowess-Aufträge. Hired Muscle. Okay. Aber auf dem Arbor selbst nicht. Na gut. Für wen ist denn das hier alles? Für Haus Sawyer und Haus Mallendor. Mallendor sagt mir sogar was. Woher kennt man denn die Mallendors? Den Namen kenne ich auf jeden Fall aus der Hauptserie. Also mit der Hauptserie meine ich jetzt aus den Büchern. Nicht Serie im Sinne von die Fernsehserie. Mallendor, Mallendor, Mallendor. Ich meine im Kontext irgendwie von Brienne, als die im Heer von Renly war. Also im vereinigten Heer von Reach und Stormlands, als Renly noch am Start gewesen ist. Ich meine, da gäbe es einen Ritter aus dem Haus Mallendor. Kann sein, dass das einer war, der da bei dieser asozialen Wette mitgemacht hat, wo es um Brienne ging. Kann gut sein. Aber ich meine irgendwie so aus der Hemisphäre da. Aus der Bubble. Wäre das, hätte man den Namen Mallendor schon mal gekannt. Naja, gut. Ja, machen wir. Worum geht's denn? Diskrete Swords for Hire. Swift Clean Work. Ist das wieder so, dass wir jemanden umbringen müssen? Wir traveln da mal hin und gucken. Jetzt müssen wir jedes Mal auch die Überfahrt bezahlen. Na gut, macht Sinn. Aber, ja, okay. Aber selbst gab es ja keinen Auftrag gerade. Ist dann so gerade, aber wir brauchen halt die Kohle. Was sollen wir machen? Also, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ich habe nur einen ganz simplen Wunsch. Oder... es gibt da eine... Hatten wir so einen Auftrag nicht schon mal? Ja, wir sollen Leute irgendwie verschwinden lassen.
Aber niemanden, niemanden töten. Ja, das ist, okay, vielleicht kann man das da auch sagen, weil wenn es jetzt wirklich darum ging, jemand, irgendwen, der eher nicht gefällt, zu killen, ich glaube, das würde ich, das würde ich mit Duncan nicht machen. Das, nee, das würde der nicht machen. Aber wenn sie hier so sagt, es geht darum, dass sie irgendwie ihre Herrschaft irgendwie hier, also was heißt ihre Herrschaft, als disrespectful, ja, respektlos ihr gegenüber waren und dass wir da die Autorität des jeweiligen Herrschers dann irgendwie durchsetzen wollen, dass, ich würde fast sagen, das ist jetzt, gehört jetzt noch zu dem, was Duncan als Heckenritter machen würde. Also vielleicht auch so ein bisschen, er ist ja nicht der Hellste, ja? Er hat jetzt hier keinen Trait irgendwie, dass er dumm ist oder sowas. Weil so weit würde ich auch nicht gehen, ihm diesen Trait zu geben. Aber er ist jetzt auch in der Handlung nicht immer der Schnellste kognitiv. Ja, was so Zusammenhänge und so weiter angeht. Ich erinnere nur an die... Es war eigentlich eine ganz lustige Szene, wo er in der ersten Kurzgeschichte vor Prinz Baelor tritt. Was für ein Kontext waren das noch? Ah ja, da ging es darum, er wollte sich zum Turnier in Ashford anmelden quasi, als Ritter, und da braucht man halt immer jemanden, der für einen bürgt, dass man auch Ritter ist. Und so einen hatte er ja nicht. Und da ist er halt zu allen hingegangen, zu allen Lords, ist gerade ein kleiner Abschweif, aber was soll's. Muss auch mal sein. Ist er halt zu allen möglichen Lords hingegangen, zu bei denen hier Sir Arlen mal gedient hat und hat gesagt, hier, kannst du dich an Sir Arlen erinnern? Das war mein Seher und der hat mich zum Ritter geschlagen. Könntest du bitte bürgen, dass ich auch ein Ritter bin? Dann haben halt alle gesagt, nee, weil sich keiner daran an irgendeinen Heckenritter erinnern konnte, der mal irgendwie in ihren Diensten jetzt gestanden hat. Ich glaube, bei den Dondarrions ist er gewesen und ich glaube, bei noch irgendwem, der hat man gesehen. Und dann stand er da halt vor Baelor und Baelor konnte sich tatsächlich an ihn erinnern. Weil er gegen Sir Arlen mal in einem Turnier angetreten ist. Und Moment, wie ging das dann noch? Ah ja, stimmt. Also Duncan war bei Baelor, aber er wusste nicht, dass das Prinz Baelor Targaryen ist. Und dann hat er gesagt, ja, das war... Und dann hat Baelor gesagt, ja, ich erinnere mich an diesen Sir Arlen. Der hat beim Turnier von, was weiß ich, ich weiß nicht mehr, wo es war, hat gegen mich 7 Lanzen gebrochen oder irgendwie sowas. Mag sein, dass ich jetzt in den Details mich nicht mehr erinnern kann. Und dann hat Sir Duncan gesagt, ah, ja, das waren so und so viele Lanzen und das war gegen den Prinzen von Dragonstone. Und dann so eine Sekunde so, oh, wait. Ich steh gerade vor dem Thronfolger des gesamten Reiches. So. Er ist halt nicht so der Hellste. Und dass er dann hier so eine Mission annimmt, wo es heißt, die haben halt die Herrschaft von hier Lady Malendor halt nicht respektiert und so weiter. Also. Ah, ich hätte mir jetzt mal merken sollen. Verdammt. Ah, okay, mache ich dann fürs nächste Mal. Also hier kriegen wir 2 Muscle, einmal Bodyguard, einmal Footpad und Lookout. Hier kriegen wir 2x Muscle, einmal Bodyguard, einmal Outcast und Footpad. Und hier kriegen wir, okay, 2x Footpad, 2x Lookout, einmal Muscle. Also damit könnten wir die Zeit der Phasen sehr reduzieren, aber wir würden nicht auf so eine hohe Erfolgschance kommen. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, Success-Chance ist von uns aus gesehen schon mal minus 1. Weil, das hängt von unserem Marshall-Skill ab. Okay, das hat jetzt mit Marshall zu tun, nicht mit Prowess. Ich finde übrigens, guck mal, Marshall mit 19 haben wir schon exzellent. Prowess haben wir 46 und sind auch exzellent. Ich finde, es sollte noch irgendwie über exzellent, sollte es noch irgendwie eine Stufe geben. Weil, guck mal, wir sind jetzt mehr als doppelt so gut in Prowess als in Marshall, sind aber immer noch auf derselben Qualitätsstufe. Es sollte noch irgendwie sowas wie gottgleich oder so geben, finde ich.
So, deshalb würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr, wo wir bei Success-Chance rausballern können. Und deshalb nehme ich mal wieder das Ausgeglichene. So. Weil aktuell können wir nur auf 30% kommen. Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen boosten. Also. Ich würde sagen, wir machen erstmal die hier hinten. Okay, okay, bei Muscle brauchen wir gar nicht auf Aegon zu gucken und Wyman ist auch sehr schlecht. Wie sind die hier? Wyman ist auch echt bei sowas nicht so sehr zu gebrauchen. Er ist halt kein körperlicher Typ, er ist halt ein Mann für den Geist. Hier hat Aegon 12 und bei Footpad hat Aegon 7. Okay, wir benutzen Aegon als Lookout. Haben wir nur 53 Tage ist aber auch. Was war es vorher? Ich kann ihn später aber noch einsetzen, oder? Okay, 65. Okay, dann nehmen wir hier Aegon. Wie sähe es hier aus? Wer sind hier die Besten? Lucas. Ja, Bradwell. Okay. Die beiden sind hier die Besten. Thorin. Ja, okay. Okay. Ich muss das gerade mal hier abwägen. Ich würde gerne die Phasen auch noch ein bisschen reduzieren. Also ich mag dieses neue System wirklich. Uns fehlen halt aktuell ein paar gute Charaktere. Aber ich finde dieses System irgendwie ziemlich cool. Dass man das jetzt so plant. Lucas ist hier wirklich extrem gut bei Muscle. Bei Bodyguard ist Bradwell. Also die bräuchten wir eigentlich hier. Wir haben halt noch einen zweiten Muscle. Aber naja, die würden schon... Moment. Ich mach mal hier Lucas rein. Okay, das bringt uns schon auf 57. Bodyguard. Bei ihn mal 85. Okay. Okay, dann können wir hier Wyman reintun mit 22, das gibt uns nochmal mehr Zeit, oder 31 Tage, ja, okay. Ich mach Aegon hier nochmal raus. Er ist aber der Beste, okay. Alles klar. Und hier beim Muscle nehmen wir dann halt Thorin nochmal mit rein. Okay, die Phasen dauern jetzt ein bisschen länger, aber wir kommen auf fast 100%, dass wir das schaffen. Okay. Dann müssen wir jetzt die Zeit vergehen lassen. Ich mache nochmal wieder schneller. Und nehme nochmal einen guten Schluck Kaffee. Prowess increased. Okay. Können wir hier Aegon nochmal trainieren? Train Squire, sehr gut. Und diesmal in Horse Riding. Auch wichtig. Exzellent. Sehr gut. Ja, dieses... Wir können ihn halt immer noch zum Ritter schlagen, aber da tue ich mich halt immer noch schwer. Ich müsste mal nachgucken. Oder vielleicht weiß das jemand. Dann auch bitte gern wieder Kommentare oder Discord. Von wem wurde Egg zum Ritter geschlagen? Oder hat Duncan später Leute zum Ritter geschlagen? Wenn ich das... Na gut, ich kann es auch nach dieser Folge mal nachgucken. Aber ich, wenn ihr es wisst, vielleicht vergesse ich es ja auch. Vielleicht ist er ja über diese... Halt über dieses Hin... diese Barriere, die er da innerlich hatte am Anfang auf jeden Fall. Vielleicht hat er die auch irgendwann ignoriert und hat es dann trotzdem gemacht.
Okay, wir können es gleich wieder machen, aber wir sind noch nicht vollständig bei 96%. Dann lasse ich es noch ein bisschen weiterlaufen. Ja, komm. Ein Monat. Lassen wir dann auch noch mal vergehen. So. Dann machen wir das jetzt mal. Success. Kommen nur 37 Gold dafür. Na gut. Aber noch mal Proviant. Proviant ist eigentlich ebenso wichtig wie Gold. Und jetzt geht's nach Hause. Was ist das? Schema discovered. Ich wusste es. Ich wusste es. Dieser verdammte Aerion will mich umbringen. Na gut, es ist auch, war auch eigentlich die einzige Person, die auch in irgendeiner Art und Weise ein Interesse haben könnte, uns Böses zu wollen. Aerion will uns umbringen. The obnoxious fiend. Okay. Wir verlieren Meinung von Aerion. Gut, ich glaube nicht, dass wir von Beginn an eine große Meinung von Aerion Targaryen hatten. Aerion Targaryen wird unsere Nemesis, also unser absoluter Erzfeind. Gut, alle Familienmitglieder von uns, das ist aktuell ja auch nur unser Adoptivsohn, verlieren, Dings, er kann jetzt eingesperrt werden für versuchten Mord. Alle Freunde und Liebhaber von uns verlieren auch Meinung von ihm. Aegon nochmal mehr, weil Aegon unser bester Freund ist. Und die Verschwörung, uns zu ermorden, wird beendet. Okay. Ja, ich wusste es. Geil. So. Gut. Dann sind wir wieder auf dem Arbor, wo wir nichts machen können. Wir genießen einfach ein bisschen die Sonne und den Wein. Und, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Moment. Nee, ich wollte Plague-Karten. Was ist denn hier los? Die Westerosi Pox sind Amanda ausgebrochen. Okay. Ich muss gestehen, da wollte ich eigentlich als nächstes hin, so. Hier bei den Florenz landen und dann den Manda hoch, so bei den Tyrells nachschauen. Aber jetzt, wo wir hören, dass da so eine Krankheit grassiert, müssen wir mal gucken. Vielleicht lassen wir das dann lieber und gehen woanders hin. Müssen wir mal schauen. Okay, also. Das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn's mit Episode 9 weitergeht von An Ox and an Egg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Bis dann, Leute.